Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Fallout 76. Heute mit einem anderen Video, einem etwas anderen Video. Und zwar möchte ich euch ein bisschen helfen, ein bisschen mehr Spielspaß in das Spiel mit reinzubringen, weil ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ihr, wenn ihr lootet, nicht so viel tragen könnt. Ihr habt sicherlich von anderen YouTubern schon den Glitch gesehen, womit man unendlich viel Schrott mit sich rumschleppen kann und so viel aufheben möchte kann, wie man will. Ja, aber falls ihr gerade bei mir unterwegs seid, wollte ich auch mal ein Video dazu machen. Ja, falls ihr gerade zufällig bei mir unterwegs seid, dass ihr das dann auf jeden Fall schon mal gesehen habt. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ihr rennt durch die Gegend durch, könnt alles aufheben, könnt dann auch in der Bank alles verwerten, könnt dementsprechend schneller und häufiger an eurer Hütte rumbasteln und habt auch schneller irgendwelche Materialien, um was zu basteln. Ja, wie funktioniert der Glitch? Ihr müsst auf jeden Fall haben, wir gehen mal ins Inventar. Ihr müsst auf Kleidung gehen und ihr müsst irgendwas haben. Es ist ganz wichtig, dass ihr hier was habt mit Taschen. Es ist egal, ob der Gegenstand oder die Kleidung zerstört ist oder auch nicht. Wichtig ist einfach nur, dass ihr mit Taschen in der Klammer habt. So wie ihr schon unten bei mir seht, ich kann 230 Einheiten tragen, habe mittlerweile schon 428 Einheiten Intus. Und wenn ihr seht, beim Laufen, ich bin schon überladen, sieht man noch unten rechts an den Zeichen, ich verliere beim Laufen Ausdauer. Ja, wie machen wir das, dass wir jetzt mehr tragen können? Ihr müsst ins Inventar, halt auf dieses Kleidungsstück gehen mit Taschen und dann müsst ihr den Gegenstand immer ausziehen und anziehen. Wie ihr unten rechts sehen könnt, unten rechts, unten links sehen könnt, verändert sich die Einheit, die ihr tragen könnt. Jedoch, wenn ihr jetzt den Gegenstand ganz schnell, die Taste, bei mir auf PC ist es die Leertaste, ganz oft hintereinander drückt, so schnell wie möglich, seht ihr, dass die weiter runter geht. So, immer weiter, immer weiter, immer schneller und jetzt geht sie im Minusbereich. So, und da hört ihr irgendwann mal auf, zieht sie natürlich wieder an und jetzt seid ihr im Minusbereich. Und schon ist unten rechts das Bild weg oder das Zeichen weg, dass ihr überladen seid und ihr verliert auch keine Ausdauer. Ihr könnt jetzt durch die Gegend rennen und könnt alles aufheben, was ihr wollt. Gehen wir hier mal ein bisschen durch. Na gut, hier ist jetzt nicht viel zum Aufheben. Hier Vasen, was für eine Scheiße, was auch hier rumliegt, ist doch scheißegal. Ihr könnt jetzt alles mitnehmen und später dann an einer Bastelwerkbank oder egal was für eine Werkbank, an einer beliebigen Werkbank, könnt ihr die ganze Scheiße dann verwerten und habt schön viel Materialien immer am Start. Problem an der Sache ist, wenn ihr den Server wechselt, müsst ihr das ganze Spielchen nochmal machen. Wenn ihr aber stirbt, bleibt der Glitch aktiv. Jedoch, wenn ihr den Server wechselt, weil ihr irgendwo, weiß ich nicht, was was auch immer ihr machen wollt. Auf jeden Fall, wenn ihr den Server wechselt, müsst ihr das ganze Spielchen nochmal machen. Ansonsten ist er immer aktiv. Und ich finde, das ist eine geile Idee. Ich weiß zwar nicht, wie es aussieht jetzt ab dem 4. Dezember, wenn der neue Patch kommt. Wie es da aussieht, ob sie das gleich mitpatchen, wäre natürlich scheiße, weil es macht auf jeden Fall Spaß, hier durchzurennen. Ihr rennt auch ganz anders durch die Welt hier durch, weil ihr nehmt auf jeden Fall alles mit, ihr seht alles. Macht auch einfach Spaß, da mal schnell mal am Häuschen dann rumzubasteln, weil ihr habt haufenweise Materialien, die ihr verwertet habt. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das war es auch schon. Kurzes, aber knappes Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, ihr habt es ja bestimmt schon bei anderen YouTubern gesehen. YouTubern. Falls nicht, ist ja geil, dass ihr da gerade bei mir unterwegs gewesen seid. Freut mich auf jeden Fall. Ich werde mal zusehen, dass ich noch andere Glitches oder was auch immer. Ich gucke mal, ob ich irgendwas Nützliches finde, was ich euch mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr an sowas interessiert seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Und hilft mir auch sehr weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.